Moin moin und zurück zu What Remains of Edith Finch. Im letzten Part haben wir hier die Geschichte von Calvin erfahren und das war, muss ich ehrlich sagen, eine Geschichte, die mich doch ein bisschen mitgenommen hat. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Genau, das haben wir ja am Ende des letzten Parts eigentlich auch schon mitbekommen. Die beiden haben hier zusammen in einem Zimmer gewohnt, Sam und Calvin. Und Sam hatte sich ja Riesenvorwürfe gemacht, dass er da vielleicht eigentlich schuld dran ist, dass Calvin eben diesen Unfall mit der Schaukel hatte. Ist ehrlich gesagt eine Geschichte, die mich doch wirklich ein bisschen berührt hat. Nicht, dass es die von Molly nicht getan hätte, aber die ist vielleicht einfach dadurch, dass es ein bisschen realer ist von der Geschichte her, vielleicht auch einfach ein bisschen näher an einem dran. Was ich aber auch sagen muss, ist, das ganze Haus ist richtig genial. Also nicht nur diese ganzen Zimmer, die irgendwie abstrakt und seltsam sind, aber auch diese Persönlichkeit der Charaktere haben und dann aber auch wirklich immer diese Geheimgänge, die auf eine ganz kreative Art und Weise irgendwo hinführen. Wo führt der uns jetzt hin? Wo kommen wir jetzt hier raus? Wow, es war ganz schön laut. Und das war eine ziemlich freche Katze, die einfach mal wieder meint, sie muss den Schrank ausräumen. Ach, aber man mag sie doch trotzdem, ne? Ich finde aber die Musik jetzt auch wieder. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Also für die kleinen Kinder damals schon? Ich finde nur nicht mal, dass die Musik unbedingt primär traurig ist, aber die ist auf jeden Fall berührend, die unterstreicht das Ganze. Jetzt können wir hier, genau, da haben wir, glaube ich, irgendwann auch mal durchgeguckt von der anderen Seite. Da oben ist der Dachboden. Aber warum stehen hier überall Weinflaschen? Ach, weil das da. Ah! Das war der Weinschrank. Das ist ja klasse. Also wir haben nicht nur die Geheimgänge, sondern wir schaffen gerade auch Abkürzungen zwischen den Zimmern. Und es könnte sein, dass wir als nächstes dann bei Barbara reinkommen. Was ich aber auch sagen muss, und da habe ich jetzt irgendwie nach dem letzten Part ein bisschen drüber nachgedacht. Wir sind ja eigentlich die ganze Zeit auf der Suche nach der Vergangenheit. Wir bewegen uns ja in der Vergangenheit von Edith und ihrer Familie. Und bisher hatten wir es eigentlich immer, dass alle Geschichten, die wir hier erfahren, die Charaktere eigentlich tot sind. Also wir lesen deren Geschichte, die sie aufgeschrieben haben dann. Und ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl, es ist ja jeder bis jetzt gestorben, glaube ich, wenn ich das jetzt so richtig verstehe. Und so ein paar Sätze von Edith sind auch so ein bisschen in der, ja, in der Vergangenheit. Ich zum Beispiel, ich wusste da noch nicht das und so. Irgendwas hatte sie gesagt. Und ich befürchte fast, oder ich habe die Vermutung, dass wir vielleicht selber tot sind. Dass wir jetzt gerade unsere Geschichte nochmal nachspielen oder dass wir jemand sind, der sogar vielleicht die Geschichte von Edith liest. Und das hier die gelesene Geschichte ist. Kann das sein? Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Das finde ich aber auch eine interessante Idee, dass wir hier eigentlich erst durch die Löcher in jedes Zimmer reingucken können. So einen kleinen Teaser erhalten, wer da drin wohnt, was da eigentlich die Geschichte ist. Und auch immer so ein bisschen dazu, was vielleicht,
Ja, das Traurige an der Geschichte ist, wir haben ja schon gehört, Barbara Finch war tatsächlich eine Kinderschauspielerin, ziemlich erfolgreich. Allerdings das Ganze auch nur für 2 Jahre. Und dann war der Traum von der Schauspielerei vorbei. Aber was hat das aus ihr gemacht? Was ist mit ihr passiert? Seattle Ballet Company, Swan Lake. Das erinnert mich natürlich direkt an Black Swan. Also wer den Film gesehen hat mit Natalie Portman, der war auf jeden Fall richtig, richtig gut gemacht. Gerade dieses Ganze, was auch dahinter hängt, wo wir es schon hatten mit dem Druck einfach auf die Kinder, wenn man so früh im Rampenlicht steht und all das. Also da gibt es ja einige Geschichten, die sind nicht so gut ausgegangen. Ich befürchte fast, dass das Gleiche für Barbara hier auch gilt. Das Kleid ist auf jeden Fall Erwachsenengröße, glaube ich. Wir gehen mal weiter ins Zimmer rein. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Genau, als der Erfolg nicht mehr da gewesen ist. Man sieht das ja auch heute an super vielen Beispielen, dass da einfach dann psychisch irgendwo ein Knacks ist. Das muss natürlich nicht sein, aber oft genug ist es so. Das ist so ein bisschen auch direkt wie ein Altar aufbereitet bei ihr. Auch wieder das Deckchen von Edie und das Denkmal. 1944 bis 1960. 16 Jahre. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Nee, ich will die, glaube ich, eigentlich noch gar nicht. Ich kann jetzt hier aber wieder nicht raus, ne? Dann gucke ich es mir doch erstmal an. Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it the surprise ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. Oh, der hört sich aber... just a boost her career. Der hört sich mit 16 bestimmt anders an. Her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Das ist ein Schrei. Was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was canceled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orca's Island tonight. Police are urging residents to... the basement. You're right. Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. Oh! 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Oh nein. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Das ist der Schlüssel zum Keller. Oh nee, nicht die...
Nee, oder? Oh Gott, die Mucke. Scheiße, ich hab die Filme gern geguckt, aber ich will nicht unbedingt Teil davon sein. Auch nicht als Barbara. She found Rick's crutch and imagined the worst. Okay, aber wir haben eine Waffe. Boah, ist das krass. Also wirklich auch, wie die Story zu jedem Charakter passt. Und jetzt sind wir hier Teil von einem... In dem Fall nicht von einem Film, aber... Kann ich die hier einlochen? Oh. Okay. Ich bräuchte eigentlich einen Kö. Ich bräuchte eigentlich einen Kö, um die Kugeln einzulocken. Ah gut, dafür, dass da jetzt manche halt rausfallen. Ich hätte mir jetzt echt lieber einen Kö genommen und hätte es mal versucht, aber... da hat jemand echt viel mit seiner Marmelade gekleckert. Warum immer diese Verschwendung? Oh je. Yeah. Was ist das denn für Deko? The gang's leader is the infamous Hookman Killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Ist klar. Ist klar, und der ist hier, ne? Die würde ich am liebsten auch zerstören. Die sehen ja scheiße creepy aus. Oh, das war das mit der Säge, wo der Vater drin gelandet ist, ne? Wo ist der Olle jetzt? Warum weist du mich extra auf den Kühlschrank hin? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused. She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the Late Late Picture Show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Oh ja, super, das Ding geht in die zweite Runde, klasse. Es ist Mitternacht, wen wundert das? Mich auf alle Fälle nicht, ey, die Musik, ey. Das ist so krass. Das ist so krass. Aber richtig krass, wie das einfach so Hollywood-like oder in dem Fall einfach Comic-mäßig, aber es passt zum Charakter, zu Barbaras Story. Oh. Walter Finch? Guck mal, wie sie Angst hat, ne, die Barbara? Und ich kann auch gar nicht zur Seite gucken. Ich kann nur auf dieses Licht zuhalten. Was? Orcas Island Police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hookman, and... was speechless. He was quite smashing. Sich einsperren ist jetzt nicht die beste...
Idee. Okay, Barbara. There's gotta be another way out of here. Das Fenster? In den Schrank einsperren? Ah, der Geheimweg. Not. She played her part beautifully. In Mollys Zimmer, die natürlich nicht mehr da ist. Können wir hier noch rein? Oder sind es hier, sind wir hergekommen, ne? Oh nee. Kann ich nicht weg? Wow. Was für ein krasser Scheiß ist das denn? Ich komme jetzt hier, doch ich komme hier wieder runter. Diese Musik macht mich fertig. Ich könnte eigentlich echt die Filme mal wieder gucken. Jetzt ist er weg, ne? Mhm. War ja klar. But all she heard was... Oh. Entweder steht der jetzt draußen oder ihr oller Alter. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Was? Oh dear. Surprise her! For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance. Ah, der Schrei. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. That's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Oh Gott. Alter, der ist aber jetzt ziemlich makaber nach der Story. Boah, aber krass. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Puh, also in Erinnerung bleibt sie damit auf alle Fälle. Aber es ist wirklich so, also jede Geschichte ist so ein bisschen metaphorisch auch gemeint. Die ist wirklich von ihrem Wunsch, von ihrem Verlangen nach diesem Ruhm, nach diesem... berühmt sein und in Erinnerung bleiben, wahrscheinlich irgendwie aufgefressen worden. Vielleicht auch von den Leuten, weil wenn man sich da so ein bisschen Gedanken drüber macht, wie manche Fans zum Beispiel ihre Idole jetzt anhimmeln, wenn man die da jetzt mitten irgendwo auf freien Platz stehen würde, die würden sich wahrscheinlich um die reißen und das vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist
ist also schon ziemlich krasse Story. Zwar einerseits witzig und auch ein bisschen abstrakt wieder mit dem Comic-Stil, aber doch irgendwo traurig. Barbara Street wahrscheinlich. Also tut einem schon ein bisschen leid, die ganze Geschichte. Und das ist eben genau das mit Stars, die als Kinder eben berühmt werden. Zwei Kerzen sind da noch, weil es 2 Jahre waren, in denen sie berühmt war. Ja, ich hoffe, wir haben da jetzt nichts verpasst und hätten irgendwas anklicken können, bevor wir den Comic gefunden haben. Aber auch hier diese ganzen Accessoires, diese Brillen damals noch. Oh Gott, und die ganz alten Wedeltelefone. Oh, und geraucht hat sie auch ziemlich viel, die gute Babs. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, aber echt krass. Also, jedes eigentlich eine Story mit einem Kind oder dem Mensch, der eigentlich einen ganz, ganz großen, starken Wunsch hat. Und der an dem Wunsch dann einfach kaputt geht. Ob das jetzt Calvin ist, der unbedingt fliegen will? Oder Molly? Das war noch ein bisschen anders eigentlich. Und Barbara jetzt. Puh. Das ist schon heftig. Ich bin gerade am überlegen. All those times I played with the music box and never found the basement key. Genau, das war jetzt der Gedanke. Wir haben nämlich durch den Comic auch erfahren, wo der Schlüssel ist für den Keller. Und das ist gut, dass das Spiel... I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Und das finde ich auch gut, dass das Spiel einem das jetzt aber auch nochmal sagt. Also ich war mir jetzt nicht sicher, ich hätte es einfach ausprobiert. Oh, es ist mittlerweile dunkel. Schön. Ah, das sah nur so aus hier im Treppenhaus. Doch, scheint ein bisschen... Der Tag scheint sich dem Ende zuzuneigen. Puh. Okay. Also, die Musicbox. Puh, hier haben wir sie. Und wir sehen auch, es wird wirklich ein bisschen düsterer, habe ich das Gefühl. Es wird düsterer, ja. Und die Wellen scheinen mehr zu werden, oder? Ich bild mir das ein. Aber okay, das nächste Mal werden wir uns anschauen, wohin wir jetzt damit kommen. Beziehungsweise, ich weiß ja wohin, aber... Ich würde sagen, das dann beim nächsten Mal. Bis dann!